So, ich hatte schon länger mal seit dem Snowfall eigentlich ein Video versprochen, wie man eigentlich Memes baut. Ich habe immer länger damit gezögert, weil ich mir denke, dass nur den technischen Aspekt zu erklären eigentlich relativ langweilig und irrelevant ist. Das haken wir jetzt einmal kurz ab. In Twitter gehe ich meistens. Ihr kennt das ja, ich klaue von den Profilen wie zum Beispiel Rotmus die einzelnen Bilder. Da suche ich mir dann was zurecht. Ich scroll ein bisschen darum und gucke, sobald ich irgendwas finde, was ich gut oder einfach ins Deutsche übersetzen kann. Socialist Revolution, jo. Die sehen gut aus, aber ich. Um als Beispiel zu dienen, wie man das jetzt machen. Das ist gut. Nehmen wir das gerade. Okay, das kann man kopieren. Und dann gehen wir auf imageflip.com/meme-generator, kopieren das da einfach rein, machen das da oben weg. Genauso gut gibt es dieses Meme aber auch schon als Vorlage. Mit den Vorlagen muss man sich einfach auskennen, muss man wissen, was es gibt. Oder man muss halt viel Zeit darin investieren, da das zu suchen. So, Spacing gibt weißen Obergrund und dann ändern wir die Schrift einzeln. Das Ganze ist so intuitiv und so einfach, das kann wirklich absolut jeder. Dann suchen wir uns noch kurz die Schrift raus, was wir brauchen. How the government, yo. Wenn die Regierung dich besteuert, so, passen das entsprechend an. Und jetzt kann man dann halt noch ein bisschen rumspielen. Man kann zum Beispiel Sachen einfügen, transparent oder eben auch vollkommene. Die kann man ein bisschen rumschieben. So. Das ganze Ding selbst kann man auch noch transparent gestalten. Achte, zeige ich jetzt noch. So. Schmeißen wir es wieder raus. Und. Ansonsten ist alles andere nichts weiter als mit der Schrift rumspielen. Wer das selber machen will, das ist alles super einfach. Erklärt sich von selber Hintergründe, wie viel Schatten da drin ist. Die normale Standardschrift ist eigentlich Impact, wenn man oben drüber schreibt, nämlich Arial und macht da die Sachen raus. Dann Grafik speichern. Und das war's auch schon. 5 Sekunden mit ein bisschen Übung. Nun ist der technische Aspekt beim Memes bauen nicht das eigentliche Problem. Das verhält sich in etwa wie ein Buch schreiben und das Alphabet beherrschen. Viel wichtiger ist aber jetzt eigentlich, was ein gutes oder ein schlechtes Meme ausmacht. Und dazu gehen wir jetzt mal etwas in die Hintergrundgeschichte. Soweit ich das mal gehört habe, leitet sich das Wort Meme aus dem griechischen Mimema für Nachgeahmtes ab. Und eine Nachahmung ist im Grunde auch das, was ein Meme darstellen soll. Die ersten Memes, die ich vielleicht so um das Jahr 2006 herum gesehen habe, waren Rage-Comics, wie das Fu-Meme, Forever Alone oder das Trollface. Und mit der Zeit hat sich das immer weiterentwickelt, bis man diese Dinger so häufig konsumiert hat, dass sie einem selbstverständlich geworden sind. Dann war ich so um 2009 rum auf 9gag und da kamen die ersten Classic-Memes. Das hat einige Jahre lang ziemlich viel Spaß gemacht, bis die Normies kamen. Lasst mich das an einem recht simplen Beispiel erklären. Das Success Kid gehört zu den wahrscheinlich bekanntesten Classic-Memes. Das hier ist ein Beispiel, wie ein Meme eigentlich funktionieren sollte. Eine kurze, simple Botschaft, von der möglichst viele Leute sich denken, ja, das kenne ich. Damit kann ich mich identifizieren. Das finde ich super. Aber wie so oft, wenn viele Leute auf derselben Plattform sind, werden die User spezieller. Dann kommt sowas hier. Damit ist das Success Kit immer noch bei seiner ursprünglichen Bedeutung geblieben, aber viel weniger Leute können sich mit der Botschaft identifizieren, weil viel weniger Leute die gleiche Erfahrung gemacht haben. Nichtsdestotrotz trifft dieses Bild noch den Kern der Botschaft. Völlig daneben wurde es dann, als ich das folgende Bild als Postkarte in einem Souvenirshop gesehen habe. Ich hasse Sandburgen? Das hier ist ein Beispiel davon, wie jemand das Meme einfach überhaupt nicht verstanden hat.
Das Ganze ist völlig entkernt und trifft den Sinn des Success Kids nicht mehr. Leute, die regelmäßig Memes anschauen, sind relativ schnell genervt von Leuten, die nicht kapieren, wie ein Meme eigentlich funktioniert. Ich bin da jetzt nochmal ein Sonderfall, weil ich dazu übergegangen bin, meine Memes komplett auf Deutsch zu machen und Memes sind ursprünglich nur auf Englisch. Weil das Internet aber sehr schnelllebig ist, haben sich Memes inzwischen stark weiterentwickelt. Eigentlich ist ein Meme einfach irgendein Bild mit Text, das einen gewissen Zustand intuitiv beschreiben soll, sodass man eigentlich auf einen Blick erkennt, worum es geht. Viele sind aber auch dazu übergegangen, einfach Screenshots von Tweets oder Zitate ohne Bilder zu posten und die dann trotzdem Memes zu nennen. Ich mache das in der Regel nicht, weil für mich ein Bild schon noch irgendwie dazugehört, auch wenn ich ebenfalls ab und zu einfach nur Zitate bringe. Zum Abschluss will ich mich noch kurz mit dem Aspekt beschäftigen, warum Linke nicht memen können. The Left Can't Meme ist ja ein recht gängiger Ausdruck. Zu dem Zweck habe ich mir ein paar Antifa-Memes rausgesucht, die wirklich ein aberwitziges Beispiel dafür sind, wie jemand die Kunst der Mimologie überhaupt nicht kapiert hat. Nichts, aber auch so absolut überhaupt gar nichts stimmt hier überein. Die Proportionen, der Schnitt, der Text, das Bild, die Gestik, man kann das Bild kaum intuitiv verstehen, es sei denn, man steckt wirklich tief im Selbstverständnis der Antifa. Das hier ist weniger ein Meme als eine Infografik. Es ist ohnehin schon geil, wie sich Antifas selbst als Rebellen sehen und völlig unhinterfragt ein Bild der Amadeo-Antonio-Stiftung aus Regierungskreisen selbst weiterverbreitet. Die überzeugen damit halt nur wirklich niemanden, der sich mal länger als 10 Sekunden damit beschäftigt hat, was in der Statistik als linke und was als rechte Gewalt gilt. Für Ersteres würde es nicht mal ausreichen, seinem Opfer Hammer und Sichel in die Haut zu ritzen. Als rechte Gewalt gilt dagegen schon ein Afghane, der auf dem Oktoberfest den Hitlergruß macht. Das Meme hier wäre gerade auf Deutsch wirklich besser gekommen, aber der Autor hat das vermutlich einfach aus dem amerikanischen Raum übernommen und nicht für nötig befunden, abzuändern, obwohl ich vorhin keine Minute gebraucht habe, um zu erklären, wie einfach das ist. Hier erkennt auch wieder jeder sofort die absolute Lächerlichkeit, der sich Antifas preisgeben. Das Bild ist extrem selektiv und man würde keine 5 Minuten brauchen, um reale Versionen der gezeichneten Sollvorstellungen von, was auch immer das sein soll, arische Männer und Frauen oder so zu finden. Den Spruch selbst finde ich gar nicht mal so schlecht, auch wenn das Bild vermutlich aus den 90ern kommt, als es noch tatsächliche Klischee-Versionen von Skinhead-Neonazis mit Bomberjacke, Baseballschläger und Springerstiefeln gab. Aber diese Leute wissen wahrscheinlich selbst nicht mehr, was sie unter dem Begriff Nazi überhaupt noch verstehen sollen und subsumieren einfach alles darunter, was anderer Meinung ist als sie. Dasselbe in Grün. Antifa-Gewalt und Selbstverherrlichungsfantasien und da als Beispiel müssen reale Nazis herhalten, während sie den Nazi-Begriff bereits auf blonde Mädchen ausweiten, die einen Zopf tragen. Die Schriftart ist außerdem furchtbar gewählt, auch wenn sie hier zumindest mal in den Rahmen passt. Hier verstehe ich selbst nicht mal den Kontext. Ich habe wirklich keinen Dunst, was der Ersteller dieses Memes mir überhaupt versucht zu vermitteln. Klar, es ist mal wieder ein Bild aus der Untergang mit tatsächlichen Nationalsozialisten statt einem 0815 Deutschen, der auch gerne Deutscher sein will. Aber das ist so losgelöst von der ursprünglichen Aussage, der Angriff Steiners ist nicht erfolgt, dass man sich tief im Hohlraum eines Antifa-Gehirns befinden muss, um zu verstehen, was hier die eigentliche Botschaft ist. Das hier ist mein Lieblings-Antifa-Meme. Wie indoktriniert muss man sein, um diesem Nonsens ein einziges Wort zu glauben? Selbst Leute, die sich tatsächlich selbst unironisch als Nazis bezeichnen würden, würden die Aussage "Ich will Millionen wegen ihrer Hautfarbe, Herkunft, sexueller Orientierung oder politischer Ansichten töten" so niemals treffen. Dann sieht sich die Antifa selbst natürlich als heroische Helden gegen die Bösewichter und wird von der Mitte natürlich völlig missverstanden. Wenn ich das Meme machen würde, würde das wahrscheinlich ungefähr so aussehen. Und das trifft die Sache schon etwas akkurater. Und das hier ist das Letzte. Wieder völlig unzumutbare Textproportionen. Allein die Vorstellung, dass Gewalt gegen diejenigen, die die Antifa einfach zu Nazis erklärt, völlig in Ordnung, beziehungsweise das Mittel der Wahl ist so armselig, dass es mich immer wieder seltsam anmutet, dass die
halt gar nichts anderes können. Sich maskieren, Leute doxen, Autos anzünden und hinterfotzig melden, anschwärzen und zensieren ist ganz sicher das, was die guten Trademark ausmacht. Aber warum sind Linke denn so schlecht darin zu memen? Ja, ganz einfach. Memes sind wie Kapitalismus. Leute fragen das nach, was sie gerne hätten. So sehen Antifaschisten aber die Welt nicht. Linke wollen immer wieder wahnsinnig gerne Leuten die Welt erklären, aber nur durch ihre eigene Brille und die ist von der Realität doch häufig ziemlich verschieden. Konservative begreifen natürlich gewachsene Wertevorstellungen und mit Natur haben Linke es nicht so, sondern wollen einem ihr Weltbild einfach aufzwingen. Nazis und Kommunisten bzw. National- und Internationalsozialisten sind ziemlich ein und dieselbe Suppe. Ich spare mir jetzt noch weitere Bilder, bei denen Linken versuchen, elendig lange Texte in Bilder zu packen, wobei das auch hervorragend beschreibt, wie Leute weichgekocht werden sollen, was die meisten aber bloß als unfassbar nervig empfinden. Ich für meinen Teil versuche mit meinen libertären und deutschen Memes eigentlich immer gegen die Autorität zu sein und nicht einfach auf der Welle mitzuschwimmen, die gerade irgendwie beliebt ist. Manchmal treffe ich den Geschmack der Leute hervorragend, manchmal liege ich daneben. Manchmal kommt ein Meme auf Twitter überhaupt nicht an, auf Instagram wird es dagegen hervorragend aufgenommen. Manchmal gebe ich mir viel Mühe, etwas zurechtzuschneiden und lache mich über das Ergebnis schlapp, aber Leute feiern das überhaupt nicht. Und manchmal rotze ich etwas in einer Minute hin und bekomme dafür 200 Likes. Bei mir gleicht sich das meist durch Quantität aus und wenn mir Leute schreiben, dass sie meine Memes mit ihren Freunden teilen, ihnen ein Bild besonders gefallen hat oder sie einfach nur meinen Kanal feiern, dann kann das meinen ganzen Tag ausmachen. So, viel mehr hatte ich jetzt auch nicht mehr zu erzählen. Wenn ihr mögt, könnt ihr ja mal Beispiele für besonders gute oder besonders schlechte Memes in die Kommentare posten. Das war's von mir. In diesem Sinne, Steuern sind Raub, Urheberrechte sind ein Gewaltverbrechen und werdet unregierbar.